Hey Jumba, die fünfte und damit letzte Night City Wire-Episode liegt hinter uns und wir haben nochmal ordentlich was an Informationen erhalten, bevor Cyberpunk 2077 nun endgültig am 10.12.2020 released wird. Wie die letzten vier Episoden und das Special auch, gibt es mit diesem Video wieder eine inoffizielle deutsche Version. Das bedeutet, dass ich die deutsche Übersetzung eingesprochen habe, damit wirklich jeder in den Genuss der Folge und der darin enthaltenen Infos kommt. Doch bevor wir beginnen, danke, dass du reinschaust. Wenn du mich unterstützen möchtest, bewerte das Video, schreibe was in die Kommentare und lass ein Abo da. Damit hilfst du mir wirklich sehr. Nochmal vielen Dank und nun viel Spaß mit der Night City Wire Episode Nummer 5 mit deutscher Synchro. Hallo und willkommen zur Folge 5 von Night City Wire, der Show von uns hier bei CD Projekt Red, in der wir über alles sprechen, was Cyberpunk 2077 betrifft. In der heutigen Folge fangen wir mit einem neuen Trailer an, in dem wir einen genauen Blick auf Johnny Silver entwerfen. Dann geht es hinter die Kulissen mit Keanu Reeves und wir unterhalten uns mit unserem English Adaption Director Boris, der uns erzählen wird, wie die Zusammenarbeit mit ihm so war. Anschließend widmen wir uns der Originalmusik im Spiel und reden über die verschiedenen Radiosender, die ihr euch anhören könnt, während ihr durch Night City fahrt. Danach nehmen wir die Jali-Technologie unter die Lupe, die wir für die Gesichtsanimation in Cyberpunk benutzen. Und stellen euch das neue Programm Meine Belohnung vor, an dem jeder teilnehmen kann, unabhängig davon, auf welcher Plattform er Cyberpunk spielen wird. Zu guter Letzt beenden wir die heutige Folge mit einem brandneuen Gameplay-Trailer. Wir haben viel vor und außerdem ist das die letzte Folge von Night City Wire, bevor das Spiel am 10. Dezember erscheint. Also würde ich sagen, los geht's! Woher kommst du auf einmal? Wie können wir überhaupt reden? Ich muss hier raus, verstanden? Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Du hast nicht geträumt, wie? Das waren Erinnerungen. Ihr zwei seid auf eine Art verbunden, die ich nicht ganz verstehe. Wir zwei? Ich und wer, Vic? Silverhand! Johnny Silverhand. Zu meiner Zeit in aller Munde. Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf, in diesem Augenblick? Er hätte die halbe Stadt abgefackelt, um zu beweisen, dass er recht hat. Und die andere Hälfte nur zum Spaß. Was willst du von mir? Arasaka zerstören? Was soll das überhaupt bedeuten? Ich tue, was sein muss, um die aufzuhalten. Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen, oder? Naja, nur für einen Moment. Hörst du, du Arschloch? Schieß dir ins Hirn, verdammt! Na los, verpiss dich einfach! Sag mir, wie ich ihn loswerde. Du hast... Du bist so ein Arschloch. Und du ein Haufen Scheiße. Vielleicht passen wir ja doch ganz gut zusammen. Manchmal teilen wir Sachen gerne mit euch und manchmal halten wir Sachen geheim. Und das ist es dann auch wert, wenn die große Überraschung kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand Keanu Reeves auf der Bühne bei der E3 2019 erwartet hat. Aber schauen wir doch mal hinter die Kulissen, wie Keanu Reeves Rockerboy Johnny Silverhand zum Leben erweckt hat. Man könnte schon sagen, das war atemberaubend. Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand. Ich hatte schon ein paar Mal die Gelegenheit, als Sprecher zu arbeiten. Ich habe einen Cartoon gemacht und ein paar Dokumentarfilme. Aber das hier war viel umfangreicher. Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Ich spiele denselben Charakter auf so viele verschiedene Arten wegen unterschiedlicher Entscheidungen oder Abzweigungen.
Also ist es echt fast so, dass du einen Moment wie eine Entscheidung, würdest du eine Kugel für mich einfangen, mit drei verschiedenen Einstellungen spielst. Das hat Spaß gemacht. Weißt du, manchmal ist Johnny ein Arsch, oder er ist glücklich, oder er will jemanden überzeugen. Weißt du warum? Weil du schon immer ein Schlappschwanz warst, Carrie. Das hat Spaß gemacht und das war es auch, was mich interessiert hat. Diese verschiedenen Möglichkeiten, wie das Spiel laufen kann, dieselbe Person zu spielen, aber in verschiedenen Versionen. Motion Capture Baby, Johnny Silverhand. Eine der ersten Sachen, bei der ich für das Spiel dabei war, war Motion Capture. Motion Capture habe ich schon öfters gemacht, wie bei den Matrix-Filmen. Insofern war die Motion Capture für Johnny schon einigermaßen vertraut für mich. Die einzigen Unterschiede, denke ich, also technologisch, war, dass das praktisch in Echtzeit bewertet wurde. Aber in kreativer Hinsicht kannte ich das alles. Also eine Art Katalog an Gesten zu erstellen und die Werkzeuge sozusagen, mit denen die Animatoren am Charakter arbeiten können. Man sieht Johnny als Rockstar. Man hört von seiner militärischen Vergangenheit und er kämpft um sein Überleben. Es ist echt eine Art Interpretation, weil ich denke, dass wir alle einen Johnny Silverhand in uns haben. Er hat haufenweise Energie, er hat einen super Sinn für Humor, auch wenn der manchmal ganz schön düster wird. Er ist echt leidenschaftlich, ihm sind Dinge wichtig, er ist manchmal naiv, aber er hat auch echt viel Lebenserfahrung. Er hat so richtig Bock aufs Leben. Er will die Welt verändern. Weißt du? Er kämpft für eine Sache, er kämpft gegen die Herrschaft der Konzerne. Er sucht nach einer anderen Art von Freiheit. Konzerne kontrollieren uns, nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Wenigstens habe ich an was geglaubt. Was Echtes, Großes. Das, was CD Projekt Red mir über das Spiel erzählt hat und was ich so gesehen habe, das zeigt, dass man echt viel Freiheit hat. Es gibt so viele verschiedene Wege, die man im Spiel einschlagen kann. Wie willst du deinen Charakter spielen? Wenn ich töten muss, töte ich. Und wenn ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir. Du kannst Action haben, du kannst Rätsel lösen, du kannst Probleme auf verschiedene Weise angehen. Und wohin du in dieser Welt auch gehst, alles ist so detailliert. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die du entdecken kannst, die echt interessant sind und einfach Spaß machen. Das Spiel hat wirklich etwas Bewegendes, etwas Emotionales. Aber es hat auch eine unbeschwerte Seite. Dann natürlich die Musik, das Design, die technischen Neuerungen. Ich denke, so wird kein anderes Spiel so schnell aussehen. Ja, echt überwältigend. I take the driver, you get his side. Bevor wir darüber sprechen, wie es war, mit Keanu Reeves zu arbeiten, habt ihr ihn euch von Anfang an als Johnny Silverhand vorgestellt? Gab es noch jemand anderen, den ihr für die Rolle ins Auge gefasst habt? Ja, Holly, das war ein langer, ausgiebiger, schwieriger Vorgang, uns vorzustellen, wie Johnny Silverhand aussehen sollte, wie er klingen sollte, wie er sich verhalten sollte. So ziemlich jeder von uns hatte eine eigene Idee und in dem Vorgang waren viele Leute involviert. Der Game Director, die Charakterdesigner, das Autorenteam, die Marketingleute und so weiter. Am Anfang waren wir vielen Ideen gegenüber offen. Wir haben Schauspieler ins Auge gefasst und echte Rockstars. Also die Frontleute von Bands, die die Rolle spielen könnten. Zwischenzeitlich haben wir sogar mit der Idee gespielt, einen kürzlich verstorbenen Koryphäe der Musikindustrie sozusagen wiederzubeleben. Das klingt jetzt vielleicht wie ein Luftschloss, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre, technologisch und auch sonst, aber wenn das ein Luftschloss war, dann haben wir ja jetzt ein genauso großes. Denn man könnte ja auch sagen, dass es ein Luftschloss war, dass wir es schaffen würden, Keanu Reeves zu überzeugen, diese Rolle zu übernehmen.
was uns sicherlich alle fragen, wie war es, mit Keanu Reeves zusammenzuarbeiten? Denn sogar er hat ja im Video gesagt, dass er sowas noch nie zuvor gemacht hat. Ich bin mir sicher, das wird jeder gefragt, der mit Keanu zusammenarbeitet. Und das kann ich total verstehen. Keanu ist ein richtiger Profi. Beim Arbeiten ist er voll und ganz bei der Arbeit. Er ist total konzentriert. Und er bringt in diese Arbeit seine Talente ein. Seine Kunst, sein technisches Können und seinen unglaublichen Charme. Und ja, der Umfang und die Komplexität waren und sind der Wahnsinn. Die nichtlineare Arbeit, die verschiedenen Einstellungen, Stimmungen, Emotionen, die man dafür braucht, das kann man sich kaum vorstellen. Und wenn du alle Szenen von Johnny Silverhand aneinanderreißt, all seine Auftritte sozusagen, dann entspricht das sehr vielen Rollen in Spielfilmen an einem Stück. Und das alles haben wir in ein paar Motion-Capture-Sitzungen gemacht und weniger als 2 Dutzend Aufnahmesessions, jeweils 4 bis 6 Stunden. Und dafür braucht man Konzentration, Selbstbeherrschung und Engagement. Und all das hat Keanu haufenweise. Erzähl uns doch etwas mehr über den Charakter Johnny Silverhand. Warum er so wichtig für die Geschichte ist, aber auch warum es so wichtig ist, ihn von so einer einnehmenden Persönlichkeit spielen zu lassen. Okay, wie mache ich das jetzt, ohne den Spielern zu viel zu verraten? Im weitesten Sinne würde ich sagen, dass Johnny Silverhand eher ein Co-Protagonist des Spiels ist, als nur ein Begleiter. Ich meine, es gibt schon kumpelhafte Szenen im Spiel, aber letzten Endes hat Johnny seine eigenen Ziele, die er verfolgt. Und V hat eigene Ziele, die er oder sie verfolgt. Und um irgendwas zu erreichen, müssen V und Johnny zusammenarbeiten. Manchmal machen sie etwas für V, manchmal etwas für Johnny. Und manchmal machen sie Dinge, die ihnen beiden wichtig sind. Ich denke, dass die Spieler so eine Bindung zu beiden Figuren aufbauen. Die Ziele beider Figuren sind gleich wichtig. Das Überleben beider Figuren ist gleich wichtig. Bei jedem Spieler oder Zuschauer oder Leser musst du eine emotionale Bindung zwischen ihm und dem Protagonisten herstellen. Du musst diese Figuren nachvollziehbar machen, damit der Spieler sie mögen und lieben kann. Und wenn er sie versteht, sogar wenn sie etwas nicht wirklich Bewundernswertes tun oder sogar etwas echt Schlimmes, dann bleibt der Spieler dabei, er bleibt involviert, er hängt weiter an den Figuren. Selbstverständlich hilft es dabei, eine so einnehmende Persönlichkeit, jemanden mit so unglaublich viel Charme für diese Rolle zu casten. Okay, Boris, kannst du uns erzählen, was Keanu zu Johnny Silverhand beiträgt? Was Keanu zu Johnny Silverhand beiträgt, ist schlicht und ergreifend Keanu. Ich könnte jetzt einen Haufen Adjektive aneinander reihen. Aber ich denke, das wäre schon fast eine Beleidigung, weil es ihm überhaupt nicht gerecht werden würde. Wenn ihr die jeweiligen Filme gesehen habt, Neo ist Keanu, Keanu ist Neo, John Wick ist Keanu, Keanu ist John Wick, John Constantine, Johnny Mnemonic, Jonathan Harker, Johnny Utah, die sind alle Keanu. Und für jeden, der Cyberpunk 2077 spielen wird, ist Johnny Silverhand Keanu. Ich bin mir sicher, dass Star-Qualitäten ein wichtiger Faktor sind für einen guten Teil der Spieler. Kannst du uns mehr Informationen geben über die Motion-Capture-Verfahren? Im Video haben wir ja gesehen, wie du da mitmachst. Aber wie genau funktioniert das? Ich würde dir das gerne erklären, Holly, aber ich bin da keine Experte. Ich kann dir bloß sagen, wie der Tag für mich lief. Für mich war es ein schöner Tag in L.A., an dem ich einen albernen Ganzkörperanzug angezogen habe. Mit lauter kleinen Kügelchen. Und ich habe die Headcam aufgesetzt und wir haben unsere Positionen eingenommen. Und dann Szenen zwischen V und Johnny gespielt. Und das haben wir immer wieder gemacht. Dabei habe ich Johnny bestimmt 100 Male in die Brust gepiekst und ich habe Johnny bestimmt 35 Mal einen Verpiss dich an den Kopf geworfen. Und ich hätte nie erwartet, sowas mal zu machen. Nein, das hätte ich mir echt nie vorgestellt. Boris, vielen Dank für das Gespräch. Deine Stimme im Studio ist echt leicht wiederzuerkennen. Also immer, wenn ich mit dir rede, fühle ich mich wie in einem Trailer. Das ist toll. Ach so, besonders ist sie gar nicht, Holly. Danke. Von Synthesizern aus der Sowjetzeit zum Body Heat Radio.
Jetzt widmen wir uns der Originalmusik und ein paar der Radiosender, die ihr hören könnt, während ihr durch Night City fahrt. Der Score in den Filmen und Videospielen ist das bedeutendste Mittel, Gefühle auszudrücken, und das ist bei Cyberpunk 2077 nicht anders. Wir haben diesmal echt lange gebraucht, um den richtigen Ton zu treffen. Den Sound zusammenzubringen ist fast so wichtig wie der Look des Spiels, weil Musik einem wirklich dabei hilft, eine emotionale Verbindung zum Spiel aufzubauen. Eine unserer Hauptideen war es, das Cyberpunk-Genre aus den 80ern zu nehmen und ihm einen 90er Anstrich zu geben. Wir haben Elemente aus Rave, IDM, Industrial verwendet und sie an unsere narrativen Bedürfnisse angepasst. Wir haben beschlossen, dass fast 100% unserer Musik elektronisch sein würden. Deshalb haben wir größtenteils analoge Synths benutzt, wenn möglich, so dass eine gewisse Wärme besteht. Ich bin echt stolz auf das Team, das wir für dieses Projekt versammelt haben. Für mich war es nicht so, dass meine persönliche Ästhetik zur Ästhetik des Spiels gepasst hat. Als ich die Auftragsbeschreibung gelesen habe, dachte ich mir, das wird super. Ich kann einfach ich selbst sein. Ich kann Musik machen. Und das bleibt wirklich ehrlich. Ich liebe es, dass die Musik im Spiel so vielseitig ist. Manche Tracks sind richtig dreckig und super hart und andere sind eher schön und wirklich stimmungsvoll und benutzen verschiedene Effekte. Deshalb war es super, mit dem Sound und dem Stil ein wenig zu experimentieren. Das ist das erste Mal, dass ich Drum-Tracks für ein Videospiel gemacht habe. Und es war echt aufregend und es hat viel Spaß gemacht. Es geht darum, dass du dich fühlst wie eine perfekte Killermaschine. Also, ich kann das den ganzen Tag so machen. Ihr müsst mir sagen, was ihr haben wollt. Es klingt nicht wie eine Sache, abhängig vom Stadtteil, in dem du gerade bist. Wir haben so ziemlich jede Quest mit völlig eigener Musik unterlegt, die extra dafür kreiert wurde. Wir hatten letzten Endes über 7,5 Stunden an Musik in Cyberpunk. Die Arbeit an Cyberpunk war einfach der Wahnsinn. Ganz ehrlich, ich habe noch nie mit so einer Gruppe von verrückten Leuten zusammengearbeitet. Verrückt und genial. Das Zubehör, das wir benutzen, kommt aus Spezialläden. Oder es sind Vintage-Synthesizer, wie dieses Polyfox. Ich hoffe echt, dass all die Arbeit, die wir in die Musik gesteckt haben, zu einem befriedigenden und unterhaltsamen Spiel- und Hörerlebnis führt. Hallo Night City! Lebst du noch, Night City? Guten Morgen, Night City! Dein Fan Stan ist hier! Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vom Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Und jetzt ein Gruß an all die Pfeifen in Atlantis. Ladies and Gentlemen, hier kommt ein Klassiker in Night City. Der Soundtrack ist eines der wichtigsten Elemente, um eine glaubwürdige Welt zu erschaffen. Wir haben Musiker aus der ganzen Welt dazu eingeladen, für uns Songs für dieses Projekt zu schreiben und aufzunehmen. Unglaubliche Talente, unglaubliche Musiker. Der Soundtrack zu Cyberpunk ist der Wahnsinn. Also der Soundtrack mit all den Songs, die man so hört, ob jetzt im Radio oder einfach nur im Hintergrund. Wir haben über 150 genreübergreifende Titel eigens für Cyberpunk aufgenommen, die ihr alle im Spiel entdecken könnt. Der Grund, weshalb ich bei Cyberpunk mitwirken wollte, naja, ich wusste, dass The Witcher super krass ist und dann durfte ich ein Preview von dem Spiel spielen, die einfach nur der Hammer war. Ich wollte schon immer mal etwas Neues in Verbindung mit einem Videospiel machen, also war ich echt aufgeregt, als der Vorschlag kam und ich habe sofort ja gesagt. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, ein Charakter in diesem Spiel zu sein. Eine Person, die in dieser Welt zu dieser Zeit Musiker ist. Es geht nicht bloß um Spaß, sondern es gibt auch eine intellektuelle und spirituelle Geschichte dieser Welt, die für einen erschaffen wurde. Wir wollen einen Soundtrack abliefern, in dem man richtig auf die Kacke hauen kann. Wer würde bei sowas nicht mitmachen wollen?
Für diejenigen unter euch, die es nicht erwarten können, mehr von unseren Komponisten zu hören, veröffentlichen wir eine besondere Cyberpunk 2077 EP mit 6 Titeln aus dem Originalscore des Spiels. Ihr findet sie gratis auf den Streamingdiensten, wo sie nach Ende der Folge verfügbar sein werden, damit ihr sie auch nachher anhören könnt. Wenn ihr vorhabt, Cyberpunk live zu streamen oder einfach nur Videos machen möchtet, stellen wir euch einen neuen Modus vor, mit dem ihr bestimmte urheberrechtlich geschützte Titel deaktivieren könnt. Wir wissen, dass geschützte Musik für Content Creator manchmal ein Problem sein kann. Deshalb könnt ihr mit diesem neuen Modus eine kleine Anzahl ausgewählter Titel deaktivieren, die für Probleme sorgen können, und sie stattdessen mit einem anderen Song ersetzen, damit ihr dieses vermeiden könnt. Wenn ihr einen Livestream von der Konsole aus startet, beginnt dieser Modus automatisch, aber ihr könnt ihn in den Einstellungen nach Belieben an- und ausschalten. Und PC-Spieler können ihn ebenfalls in den Spieleinstellungen an- und ausschalten. Genau wie bei allen vorherigen Folgen von Night City Wire, wenn ihr den Anfang verpasst habt oder einfach bloß etwas noch einmal sehen wollt, laden wir bald alles auf unsere Kanäle hoch. Vom Polnischen zum Chinesischen. Wenn Cyberpunk rauskommt, werden 10 verschiedene Audiosprachen verfügbar sein. Deshalb schauen wir uns jetzt mal die Jali-Technologie an, die dafür sorgt, dass jeder davon so authentisch wie möglich aussieht. Hi, mein Name ist Sarah Wetling. Ich bin CEO von Jali Research in Toronto, Ontario. In diesem Video zeigen wir euch ein wenig über die Software Jali und wie Jali in der Welt von Cyberpunk 2077 funktioniert. Rayfield's mine. Jali ist ein Set von Werkzeugen und Dienstleistungen, die zusammen für das coolste und unserer Meinung nach beste Ergebnis bei hochwertigen Gesichtsanimationen von Charakteren sorgen. Die Performance wird automatisch von einem Gesicht generiert, basierend auf dem Audiodialog und der Sprache des Sprechers. Tief durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Jali versucht zu erkennen, was grundlegend in dieser Performance des Sprechers ausgedrückt wird, und legt das dann auf einen 3D-Charakter um. Es befinden sich so unglaublich viele Sprachaufnahmen in diesem Spiel. Eine verfahrensorientierte Lösung ermöglicht es einem, in einem riesigen Umfang immer wieder neue Gesichter zu animieren. Jali wird für jeden einzelnen Charakter im Spiel Cyberpunk 2077 genutzt, und das für alle Sprachen, in die das Spiel lokalisiert wird. Man verändert dann nur ein Attribut, wie zum Beispiel Sprachstil. Wenn du möchtest, dass der Charakter schreit, anstatt zu flüstern, bist du nicht gezwungen, das Ganze mit Hilfe von Befehlen von Grund auf neu zu animieren, sondern du klickst auf ein Attribut und änderst es, in diesem Beispiel, von flüstern zu schreien. Wenn es lippensynchron ist, fällt dir das nicht auf. Wenn die Gesichter passen und die Darstellung passt, dann fällt dir das nicht auf, weil du einfach nur darauf achtest, wie super das Spiel ist, wie wichtig dir diese Figuren sind und was du als nächstes machst. Und genau das wollen wir. Genau darum geht es uns. Don't you know you owe the sheriff a word when you pay his town a visit? To tell him what's brought you here. Maybe even over a cup of coffee. Jetzt freue ich mich, euch digitale Belohnungen im Spiel von Cyberpunk 2077 vorzustellen. Damit wollen wir euch für eure Unterstützung danken. Jede Ausgabe des Spiels beinhaltet digitale Goodies zum Herunterladen, wie das Artbook, Originalmusik und einen digitalen Comic aus dem Cyberpunk-Universum. Aber das ist noch nicht alles. Ihr könnt euch auch im Spiel Items für Cyberpunk 2077 holen. Beispielsweise kann euch die Wolfsschule-Jacke gehören, wenn ihr einfach bloß das Spiel mit eurem GOG-Konto verknüpft. Und wenn ihr andere Spiele von CD Projekt Red besitzt, wie The Witcher oder Gwent, dann bekommt ihr noch mehr. Und in die andere Richtung funktioniert das auch. Wenn ihr das Spiel mit eurem GOG-Konto verknüpft, könnt ihr besondere Gegenstände im Spiel bei Gwent The Witcher Card Game freischalten, wie zum Beispiel eine von Samurai inspirierte Karten und Münzrückseite und den Titel Breathtaking. Dieses Programm, meine Belohnung, steht allen offen.
Ganz egal, auf welcher Plattform ihr Cyberpunk spielt. Ihr könnt euch auf jeden Fall eure digitalen Goodies und Items im Spiel holen. Und das ist erst der Anfang, denn in Zukunft werden noch mehr Items folgen. Und wir haben bald noch mehr Infos für euch zu Meine Belohnung. Wie immer nicht vergessen, falls ihr etwas verpasst habt oder es euch nochmal ansehen wollt, laden wir bald alles auf unsere Kanäle hoch. Bevor wir uns den neuen Gameplay-Trailer ansehen, wollten wir euch noch verraten, dass einige Spielejournalisten aus der ganzen Welt bereits Cyberpunk 2077 spielen und ihre jüngsten Eindrücke nach dem Ende dieser Folge von Night City Wire lesen könnt. Also haltet die Augen offen. Dann kommen wir mal zum Ende und schauen uns den brandneuen Gameplay-Trailer an. Die haben uns im Visier! Triebwerk ist getroffen! Bring uns hier raus! Ich verliere die Kontrolle! Hier bei CD Projekt Red geht es uns um das Erzählen immersiver Geschichten. Und mit jedem neuen Projekt möchten wir unsere Spiele größer, komplexer und noch spannender machen. Komm, Wayne, bringen wir dich nach Hause. Cyberpunk 2077 kombiniert die Erkundung einer offenen Welt mit fesselnden Kämpfen, spielbestimmenden Entscheidungen und umfassender Charakterentwicklung, um euch in unsere Vision einer dunklen Zukunft zu entführen. Diese Stadt lässt dir keine Wahl. Entweder verbrennst du hier bei lebendigem Leib oder du hast nie existiert. Wir schreiben das Jahr 2077. Amerika ist nach einer Wirtschaftskrise und dem darauf folgenden Atomkrieg am Boden. Während ein Großteil des Kontinents zu gesetzlosen Kriegsgebieten verkommt, treibt es Leute von überall her in das bereits überbevölkerte Night City, eine der letzten großen Metropolen der Welt. Als Schmelztiegel von Kompetenz und Ressourcen sowie Heimat zahlreicher Hersteller hochmoderner Technologien steht Night City für das Versprechen einer zivilisierten Zukunft. Was? Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Und wie das wahr sein kann? Doch auf den Straßen der Stadt tobt ein gnadenloser Machtkampf. Gangs, Konzernagenten, Betrüger, religiöse Sekten, Politiker und Kriminelle bekriegen sich für Reichtum und Einfluss. Und die Bevölkerung gerät zwischen die Fronten. Du willst Gerechtigkeit in Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer hier. In dieser Welt voller endloser Konflikte kann ein Außenseiter manchmal alles verändern. Elizabeth sagt, du hast Antworten für uns. Ich bin ganz Ohr. Und das bist du, ein kybernetisch verbesserter Söldner im Betondschungel von Night City. Ich denke, wir verstehen uns. Und nimm das hier. Als Söldner schuldest du niemandem Gehorsam. Du bist ein Gesetzloser und verlässt dich auf deinem Weg nach oben in Night Citys ruchloser Unterwelt nur auf dich selbst. Das Herz von Night City. Ein erfolgreicher Söldner braucht die richtige Kombination aus Ausrüstung, Können und Ruf. Dex hat viel über dich geredet. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Mit deinen verdienten Eddies kannst du dich in eine Kampfmaschine verwandeln. Mit zahllosen Waffen und modernster Cyberware. Auf den Straßen der Stadt verdienst du dir die Erfahrung, mit der du deine Fähigkeiten verbessern kannst. Du entscheidest, ob du zu einem Revolverheld mit übermenschlichen Reflexen wirst. Zu einem subtilen Netrunner und überragenden Hacker. Oder so ziemlich alles dazwischen. In Cyberpunk 2077 klaust du einen Biochip-Prototypen, der ein Vermögen wert ist. Aufs Stinkreich werden. Als der Behälter beschädigt wird, ist der Biochip nur noch an einer Stelle sicher. In deinem Kopf. Doch der Chip enthält die digitalisierte Seele von Johnny Silverhand. Einem toten Rockerboy und ewigen Rebell. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf? In diesem Augenblick? Er will endlich Rache üben an dem Megakonzern, der den Chip erfunden hat. Ich tue, was auch immer nötig ist, um es aufzuhalten. Dieser Chip kann die Kräfteverhältnisse in Night City dauerhaft ändern. Und die Mächtigen schrecken vor nichts zurück, um ihn sich zu holen. Eines Tages mach ich dich fertig.
Deine Entscheidung bestimmt, wie deine Geschichte weitergeht. Und die von Night City. Sie, du musst die erledigen! Dafür sind wir doch hier! Aber in Night City geht es nicht immer nur um Leben und Tod. Manchmal geht es auch um Stil, um deinen Look, dein Fahrzeug, deine Freizeit und mit wem du sie verbringst. Man muss das ganze dreckige Geld ja ausgeben. Die Zukunft für Open-World-Abenteuer beginnt jetzt. Tauche ein in Cyberpunk 2077. Das war die vorerst letzte Night City Wire-Episode. Vorerst, weil auf uns nach Cyberpunk 2077 noch eine Menge Cyberpunk wartet. Denkt an den Multiplayer-Modus und wie wahrscheinlich ist es, dass erfolgreiche Konzepte nicht weitergeführt werden. Als Fazit zur Show möchte ich da lassen, dass mir das Format super gefallen hat. Mit jeder Episode haben wir mehr über Cyberpunk 2077 erfahren und neue Eindrücke gewonnen. Auch wenn Holly das wahrscheinlich niemals mitbekommen wird, sie hat das einfach prima gemacht und ganz offensichtlich hat es ihr auch eine Menge Spaß gemacht, die Show zu moderieren. CD Projekt Red sollte diese Dame wirklich niemals gehen lassen. Okay, Chomba, nur noch wenige Tage und wir sind in Night City. Bis dahin versorge ich dich natürlich gern weiter mit Cyberpunk 2077 Stuff und noch einigem mehr. Wenn du daran interessiert bist, dann schau dich auf diesem Kanal und natürlich auf dem Kanal Weltennet um. Falls du Let's Plays magst, dann schau doch mal auf meinen Let's Play Kanal vorbei. Aktuell spiele ich dort Ghost Runner und Watchdog Legion. Und falls du Hörbücher magst und Cyberpunk, dann ist der Kanal Dystopia vielleicht etwas für dich. Alle Links zu den Kanälen befinden sich in der Videobeschreibung. Freue mich, wenn du vorbeischaust. Jetzt noch ein paar Videovorschläge für dich. Don't